So, das letzte Battle im VBT Elite Achtelfinale ist auch das wahrscheinlich beste Battle. In einem Achtelfinale, das geprägt war von nicht einreichen und irgendeiner Scheiße machen. Und jetzt bin ich nochmal gespannt, wie die zwei Rapper Mel Techrap und Sherlocky hier ein bisschen was upstylen. Auch hier hat der gute Ab wieder so ein bisschen die Reihenfolge irgendwie hin und her gemacht. Ich weiß nicht, das muss er sich, glaube ich, nochmal überlegen mit dem Programmieren von Webseiten. Vielleicht macht das in Zukunft jemand anders. Aber ich hörte ja, dass irgendwie der Kollege, der das sonst, der Hobbs war das, glaube ich, der das sonst immer gemacht hat früher, dass der, glaube ich, nicht mehr bei Rappers Inn arbeitet. Das merkt man jetzt auch auf der Seite. Und trotzdem freuen wir uns aber auf Mel Techrap und Sherlocky, die tatsächlich die zwei besten Runden des 16. gemacht hatten. Und wir sind gespannt, wie das hier nun weitergeht. Und zum Glück wieder Dizzy Beats. Erkennst du so Rapper, die rappen so? Und dann rappen die so ihren Part und während die rappen die so eine Zeile. Und auf einmal rappen die so weiter und dann rappen die gleiche Zeile nochmal. Und du denkst so, hä, hat er doch gerade schon gerappt. Und dann merkst du so, ah, das ist die Hook. Ey. Sherlocky, nein, du bist nicht irrelevant, du bist interessant. Der VBT braucht immer einen sogenannten Mittelmaßmann, über den man nichts sagt, weil es nichts gibt, das nur kann. Wichtig ist, richtig witzig ist, dass ich das mal war. Zumindest sagt es heute die Jury, hör, Dörklein. Ich sag's gleich, vielen lieben Dank an Flally für die Arbeit. Endlich weiß ich auch, für wen er jede Runde seine Parts schreibt. Gib dir die mal, ey, keine Angst, man muss nicht gut rappen, um mich hier zu schlagen. Sherlocky reicht, wenn du was Witziges sagst. Wegen einem 10-Euro-Pulli hast du nichts verarscht. Trinkst aber wie das 5 Euro haben, denn Sonnenbrille als sie mir gesagt. Du gibst Stream mit Re-Vergleichen, was mir sagt. Du besiegst nichts als Re-Keeper, wie Inka Kassier. Du wärst kein witzig, doch bist dick, ich verdammt. Deshalb trinkst du auch schön, das hört auf das Schien deiner Nacht. Digga, was das? Du konntest Rap, Scheiß mit Scheiß-Rap. Das ist doch wirklich schade, du bist schön, doch aber kannst dich mal den Takt ausfindig machen. Man schreibt mich 70 Mal an, reduzieren auf Ryan Diamond, denn das Punch hat. Doch wie reduziert man was auf etwas, das die gleiche Relevanz hat? Hab ich nicht gerade, ey. 4 Runden Sherlock, Irrelevanz minus A. Und wer behauptet, du rappst easy im Takt, behauptet sich auch Tech-Rap in dieser Mets, netten Beef und so Quatsch. Was geht ab? Ich hab mir eine Runde von dir reingezogen und mich gefragt, wer da wär's von den zwei Idioten. Aber dann hab ich mir eingebaut, denn sei mir ehrlich, du bist keine Sau, halt die Schnauze. Ich hab mir eine Runde von dir reingezogen, mich gefragt, wer da wär's von den zwei Idioten. Auf den Konter werden wir wirklich gespannt, ginge der nicht Hand in Hand mit einer Irrelevanz. Sherlock, zum Glück bist du nicht krampfhaft auf Image-Suche. Du probierst jedes Jahr was Neues, weil's bestimmt schon gut ist. Komm her, ich helf dir bisschen, gib dir nen Beat, der cool ist. Du hast Talent, ich mach aus dir auch gern einen Krippen, Louis. Dir fehlt auf keinem Sinn etwas, das dich relevant macht. Immerhin hast du ein Rapper-Sinn-Account und rappst nicht Standard. Du bist der beste Gegner, den ich je gehabt hab. Wenn du noch eine Schippe drauflegst, liegt die Schippe halt woanders, ja. Lass dir nichts erzählen, ich weiß, du kommst weit. Du hast keine Flow-Fehler, nein, das ist dein eigenes Blei. In deinen 4 Runden hat man dich so richtig kennen auf jeden Mann. Zum Beispiel erfährt man dort, dass du beim VBT mitmachst. Ich weiß nicht, ob du scheiße bist, nur dass du unbeschreiblich bist. Player, Rapper, Detektiv oder Witzbold entscheidet dich. Du weißt es nicht, denn du hast keine Identität. 2016 auf Image-Suche, es ist niemals zu spät. Also die Frage, was man über dich sagen kann, ist mit Abstand der beste Punch, den man gegen dich haben kann. Du hast dir Dizzy Beat gewünscht und bist du zufrieden? Ja. Wie auch immer, dann möchte dich noch unbedingt weggrüßen. Ey, yo, ich hab mir keine Runde von dir reingezogen, denn ich hab genug von ungezieferen Strophen. Ich kann euren Scheiß nicht mehr ertragen. Fuck it, ich hab dir auch weiter nichts zu sagen. Repräsenz, Leitwolf, du dominierst den Beat so wie Treibholz. Dein Show zerfällt im Reißen des Los, falls du sowas mal gehabt hast, peinlich genug. Digga, ich weiß gar nicht, wen ich battlen soll. Du bist jeden Tag jemand anders. Du wolltest einen Dizzy Beat? Mach den ja nicht kaputt. Yo, yo. Yo. Cooler erster Teil, rap-technisch wieder routiniert wie eh und je von Mel Techrap. Ein paar ziemlich coole Lines waren dabei, besonders gut, finde ich persönlich. Du konntest... Rap-Scheiße mit Scheiß-Rap oder wie sowas? Nee, du konntest Trap-Kacke... Nein. Oder Trap-Scheiße. Nee. Nein. Trap-Scheiß mit Rap-Scheiß, das war's. Nein, das war's. Nein? Ganz bestimmt nicht. Aber, so hab ich's verstanden. Aber die hast du. Die ist auch nicht schlecht. Trap ist scheiße. Die ist auch nicht schlecht. Also, du konntest sie mit Scheiß-Rap, so.
Egal. Ja. Und mehr habe ich jetzt leider vergessen, aber es gab ein paar mehr Lines, da müsste ich jetzt wieder zurückhören. Du hast mich jetzt auch noch mehr rausgebracht, deswegen ich wollte das nur mit der Schippe drauflegen, ja, dann liegt es halt woanders. Genau. Das fand ich gut. Das war auch nicht schlecht. Sehr schön. Und die Features natürlich überflüssig, Metzen, der vor lauter Kiffen kaum noch sprechen kann und Bladesa, der wieder am Takt vorbei rappt hier, aber egal. Hi Jungs, ich soll featuren. Warte mal, jetzt der Beat weg. Warte. Ich mach noch kurz ein Beat hinterher. Ich fang gleich an. Warte. Aber gucken wir doch mal, jetzt kommt der zweite Beat. Yo. Montags bist du gerne mal der Beat-Typ. Das schreibst du gerne mit Liebesbrief und rappst sie nach der Aufnahme vom Spiegel mit. Dienstag ist Rap-Tag. Da trägst du deinen Fischerhut und fließt als ein paar Adlibs in deinem Zimmer. Das ist immer gut. Mittwoch ist Business Day. Da kriegst du sick Parts von Crystal Meth Geschäften in der City und den dicken Cash. Donnerstag ist Hip Hop Bay. So richtig echt mit Dickerien. Es gibt da bringt ihr eure Rollenspiele. Ja, Brian ist Khaleesi und du lockst Sherlock von Winterfell. Die großartige Leine. Ist mal noch ein als Brian. Der Gestaltwandler ist Loki. Sei doch mal ich und rap gut dann. Ja, samstags guckst du Ninja Turtles und hörst dann zu Dupasch. Sonntags bist du du, aber du sagst, dass dein Name gar nichts mit dem Detektiv zu tun hat. Ah, deswegen Lukas. Ach, der auch, genau. Schreib mich ja vor. Wollen wir fahren? Geil. Ganz wichtig, immer wertvolle Dima-Sekunden sammeln. So nämlich! Schreibt ja, euch das hinter sagen, die Ohren. Nur so kann man gewinnen. So, gucken wir doch mal, was Cher Loki darauf antwortet. Kennt ihr so Rapper, von denen gesagt wird, die sind textlich richtig krass? Und dann rappen die so eine Zeile über irrelevant. Und dann kommt die gleiche Zeile nochmal. Und ihr denkt so, hey, Gasthooks, Irrelevanz und ihr merkt so, Alter, denen ist ja gar nichts eingefallen. Oha! Zap-Rap nennt mich mit dem Asman und ich wär irrelevant. Textlich wird dir nach Acht, der nennt mich Standard und feiert sich als einfallsreich. Doch hat sich nur bei meinen letzten Gegnern eingereiht. In meinen Runden kommen Punches auf Punches. Leider muss man 90 mal hören, dann disst sie als Ganzes heftig. Du sollst mit deinen 90 übertreiben, bei mir ein paar 16 Punches, du hast ein. Das liegt, dass ich ne Brille für ein Digga, der Takt. Finde ihn. Man kauft, glaub ich, gern. Die muss ja neben dem Gehart so noch ein Kind ernähren. Peinlich. Meine Brille sieht aus wie Dieters. Wie peinlicher ist, du hast sie mal gefeatured. Für Loki steckt dein Schien. Hast du das herzhaft gesagt, Digga? Du bist seit 5 Jahren Melanie genannt. Du meinst, dass ich so bin, wie du früher mal warst. Doch hätte ich mir als Gott dann niemals Zöpfe gemacht. Rätsch mit deiner Attitüde, als wäre das Sachte einfach. Kommst dann so mit Bladibi-Wechsel und 3 Parts. Widerspruch bei Aufwand und Text, alter bester Move. Wer soll dir glauben, wenn du's nicht mal selber tust? Was geht ab? Metzenballer Drogen, alter, richtig krass. Ja, 32 will ja auch mal mitgemacht. Wer bietet dir so an, mit krassen Parts zu machen? Du so das wie Drogen, ich lass da gar nichts falsch. Was geht ab? Metzenballer Drogen, alter, richtig krass. Ja, 32 will ja auch mal mitgemacht. Wer bietet dir so an, mit krassen Parts zu machen? Du so das wie Drogen, ich lass da gar nichts falsch. Nur du suchst hier mein Image, Alter, ich preis nicht. Wer ja Detektiv und Witzbold, du findest sogar 3 Stück. Die Runden von Bladesa, die hab ich mir gegeben. Image ist, was irgendwelche Spinner in dir sehen. Hat dein Kumpel gesagt und ich wunder mich grad, wo die verdammte Schippe ist bei meiner Leistung im Park. Und das Kassiers-Wort spielt krass, wie du so alte Punches kickst. Dass der seit einem Jahr woanders ist. Rappen ist dein Hobby, doch wie ich mag, magst du lieber. Du bist der Portokeeper, wie Ika Kassiers. Reduzierst mir nicht auf Brian, weil er die gleiche Relevanz hat. Bringst 4 Minuten 30 lang, ich wäre Standard. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Gesangs-, also Rap-Spur von dem beim Aufnehmen irgendwie so ein Tick nach rechts gerutscht ist. Ich glaube, der war da schon mal drauf, aber irgendwie ist da irgendwas schiefgegangen. Ja, einfach hört sich ein bisschen so an. Hm. Ja. Kann natürlich sein. Also eins von beiden hat er verkackt. Entweder Spur verschoben oder kann nicht rappen.
Vielleicht auch beides zusammen. Da bin ich jede Runde jemand anders. Soll das halt. Das ist wirklich traurig, aber letzte Runde so gut und jetzt sowas. Es sind mein Videos, rappt immer nur der Geil. Ich bin jede Runde jemand anders. Was soll das heißen? Okay, Tech Rap, also battlest du den Falschen. Bla, der hat meine Runden nicht geguckt und hat mir nichts zu sagen. Ach, deshalb die Hook und dann irgendwas mit Holz und einem reißenden Fluss. Was? Bla, der Saturn ist Gegnerbezugs. Bla, der hat meine Runden nicht geguckt und hat mir nichts zu sagen. Ach, deshalb die Hook und ich dachte wirklich, der wollte mich unbedingt grüßen. Tag Rap, du bist ja ganz schön am Lügen. Digga, ich weiß gar nicht, wen ich battlen soll. Und das hört man auch. Und weil dir nichts mehr einfällt, bist du dich im dritten Part dann einfach mal komplett selber. Zwei einfallslose Parts, dann wird der Beat noch gewechselt. Dritter Part, Talk to Beat, eine Woche Tag Rap. Montag checkt man vor dem Spiegel, wie man seinen Part rammt. Übt dabei rasieren, falls er irgendwann ne Bart wächst. Dienstag ist mir Mützen so und Scheiß ist nicht okay. Denn zum Rap passende Mützen waren die eigene Idee. Mittwochs macht man Drogenrap, braucht dabei ne Zehner Gras. Wie nennt man solche Tracks? Freitags chillen, samstags chillen, Sonntag 19 Uhr. Von wem? Keine Ahnung. West-Berlin Maskulin, Alter. Freitags chillen, okay. Samstags gut, chillen, da war schon Takt los. Sonntag 19 Uhr. Ja, das sagt für irgendwas. Die kennst du, ne? Samas hat doch neulich sein letztes Konzert gegeben. Richtig, genau. Ja, geht klar an TechRap diese Runde und ich drück nochmal kurz auf Stopp. So, schnell auf die Runde. You got mail, baby, yeah! Super. Du hast jetzt so Konzepte und willst sie einen auf Künstler machen. Coole Story nach dem Händewaschen in den Müll reinfassen. Yeah, das was dich ausmacht, kommt in eine Kiste. Ne Plastiksonnenbrille und ne abgeranzte Mütze. Trägt man dann den Schlüssel, macht man ohne Pause Rap. Und merkt dabei nicht mal, dass einem der Monobrau wächst. Früher besser, langsam check ich solche Sprüche. Da gab es das Konzept in einer Runde ohne Schlüssel. Drehung in der Werkstatt und dir ist nicht mal schwindelig. Sieht die aus wie Tech-Rap, also wette ich die richtige. Du hattest drei Statisten, davon hast du zwei mit sechs bezahlt. Und wir wissen beide, dass die letzte deine Schwester war. So traurig, wenn es reicht, ein paar Fettsäcke zu haben, die dann besser performen als du in den letzten fünf Jahren. In der Sonic-Runde wusstest du, du kannst schon das Finale streichen. Und hinter dem Viertel steht jetzt auch ein dickes Fragezeichen. Nun gewinnt das VBT und das auch noch mit Handicap. Hat dich überstrahlt, du warst komplett in seinem Schatten. Tag Rap, Super Saiyajin, der Mond macht dich zum Arsch. Gegen Soul, gibst du zu, früher warst du richtig weak. Doch was hat sich denn eigentlich geändert? Dizzy Dizzy, Quali bei deinen Eltern und machst alles dreckig. Kommst nach Hause und rennst mit den scheiß Potten über Teppich. Heute läuft bei Tag Rap, Mama hat noch Shampoos da. Schnell noch Badewasser an, du alter Romantiker. Soul, ich bin zu punchy und Tag ist super laser. Die Kids feiert als Punch, wenn du jemanden reduzierst. Ich bin schon ganz gespannt, wer wäre das denn?
Süße Margarita Fien, take my butter. Geschlecht ist egal, Hauptsache Titten. Bisschen abruptes Ende tatsächlich, das hätte ich mir irgendwie schöner vorstellen können auch. Die Runde ist okay. Und ich würde sagen, damit gehe ich jetzt auch mal ans Telefon her. Zum Glück die letzte Runde in diesem eher schwachen Achtel, aber gleich mehr dazu. Und jetzt kommt ein Video, dass ich nicht verstehe, was hier irgendwie gemeint ist. Will der mich jetzt dissen? Also, oder was? Was ist das jetzt? Ein Traum? Das ist gar nichts. Ich hab mir zu Konzept leer, aber dein Konzept ist auch geil. Ach nee, war ja auch meins. Voll gute Idee, das Konzept zu wissen. Erzähl beim nächsten Mal am besten noch, dass meine Technik sick ist und wie schlecht es eigentlich ist, das Flash Edition zu gewinnen. Lass mich raten, Klaus Prager zum Beispiel sollte sich mit zu viel Punches schämen müssen, oder? Echt harte Zeiten, mein Viertelgegner ist wie mein Achtelgegner, ja. Kenn ich nicht, Fragezeichen. Wow, du bist voll der Detektiv, du findest Bellrunden bei YouTube. Wenn er nicht noch Schiloki-Video, da wäschst du schwer die Hände und schmeißt mal was in den Müll. Entdeckt dabei den Schlüssel und greift dann in den Müll. Die Szene hättest du bei YouTube bestimmt verstanden, aber egal. Freundest du mich halt mit hart gefällten YouTube-Kommentaren. Und kein Plan, was du da in den Blumenladen machst. Das ist ja fast ein Konzept, Mensch, Lukas, du alter Botaniker. Was war los mit dem Beat? Ist doch easy drauf zu flowen. Ey, was du heute nicht bedienen kannst, ist Pick auch nicht morgen. Staccato, dann geht vorne in die Fresse. Wenn Flow ist zwar besser, der hatte Glaube einfach nur kein Bock auf das Battle. Ich glaub mich heute gleich. Mein Favoriter Flieh, take my bike. Ich hätte mein Chirurgi gern den Offbeat frei. Mein Favoriter Flieh, take my bike. Ich hätte da noch eine ernst gemeinte Frage an dich. Mein Favoriter Flieh, take my bike. Chirurgi, findest du meine Hut genauso scheiße wie ich? Dann habt ihr da so'n Schlüssel und spielt das schon mit Scheiße. Wollt ihr mir denn schicken, doch wisst nicht wie ich heiße. Der Postbote verzweifelt und findet nix. Warum bitte steht Maniac Rap auf keinem deutschen Klingelschild? Warum? Weil er mich überstreift, schlau, die Line hab ich noch nie gehört. Viel Spaß mit dem Physik-Award, yeah. Wie willst du schon verlieren, hör? MI-L, du kannst geil rappen und zusätzlich noch gut buchstabieren, yo. Monobraun Paint Skills, ich glaub, das soll mich dissen. Was soll ich dazu sagen, hm? Hauptsache dritten, Geschlecht ist ganz egal, yo, den check ich halt nicht ganz. Oder ist das jetzt wieder so ein in die Fresse springt, Quatsch? Es heißt, du seist unberechenbar, ja klar. Dicker Kassier, das ist kein Rekeeper, weil er woanders Geld verdient, man. Deine Lines sind echt gut, weil du nicht alle drei Sekunden die Erklärung dazu einblenden musst. Und du bringst Lines meiner Gegner, wie schön für dich. Kann ich auch die Bitch in deiner Hook, ist ganz okay, doch kannst du machen, dass die Töne trifft. Ich hab Statisten mit Sex bezahlt, ha. Ja komm, hab ich halt Statisten mit Sex bezahlt. Die perform besser als ich, das geht ja echt nicht klar. Ich hab gehofft, die perform schlechter, wenn ich schon mit Sex bezahlt. Pech gehabt, dafür weiß ich, wenn dir jetzt auch, dass ich eine Schwester hab. Da ist doch das Geschlecht egal, Hauptsache gesund. Ey, und die eine Line war spitze, da fühlt man sich persönlich echt verletzt, so als kleine schwarze Kiste. Lass dich Sonnenbrille und eine abgeranzte Mütze. Beschreibst du dich da gerade? Wenn ja, ist alles richtig. Das ist alles romantisch hier. Jetzt war er selbst! Verrückt. Rappt denn jetzt endlich nächste Runde der Hund? Mann, wann rappt denn jetzt... Oh, wann rappt denn jetzt endlich der Hund? Meine Güte. So, ich gebe den Punkt an Meltech-Rap. Ja. Und zwar mit einem 2-1. Die Hinrunde von Schalocki war okay, die Rückrunde von Schalocki war scheiße. Beide Runden von Mel waren gut. Ich fand die Hinrunde aber besser als die Rückrunde. Und damit gewinnt er 2-1. Kommen wir nun zu den Awards.
Die beste Runde hat gemacht TJ, überraschenderweise auch das beste Video. Beste Überraschung von Talf und Markant. Beste Gasthook. Beste Überraschung. Hat Captain Jenny gemacht bei Baum. Und beste Überraschung fandst du Talf gegen Markant? Echt? Ich fand die Hinrunde super. Okay. Die Hinrunde. Das also mit, ja, Überraschung, ja, das, Überraschung. Das nicht, wer besser ist als gedacht, sondern eine Überraschung. Ach so. Ja, ne? Okay. So, schlechteste Runde Dupasch oder auch Punges oder auch Bladesa Rückrunde. Ja, war richtig schlecht. Auch die, ja, Rückrunde von Talf und Markant hat auch sehr genervt. Größte Enttäuschung einfach nur Jay, der nicht einreicht, obwohl er eine Hammerrunde eigentlich gemacht hat. Und natürlich Sherlocky, der in seiner Rückrunde auf einmal nicht den Takt trifft. Mhm. Mich auch sehr überrascht hat. Und Tightness Award an MC Baum und seine Kumpels vom Basketballplatz. Ja. Ja, beste Einstellung. So. MC Baum kriegt einen Basketball auf den Kopf. Genau. Siebenmal reingeschnitten in seiner Runde. Und zwar jedes Mal, wenn er irgendwas einigermaßen vernünftig reimt. Ja. Das hat mir gefallen. Das finde ich super. Ganz gut. Und ja, wer kommt weiter? Vitality, Talf, TJ, Esther One, Brian Diamond, Fu, Baum und Mel. Ja, bis auf Vitality, sag ich mal, ist das ein Teilnehmerfeld, wo man hätte mit rechnen können durchaus. Wen kriegt Vitality? Vitality kriegt als nächstes Fu. Nee, jetzt kriegt sie tatsächlich Esther One. Der hat sich das jetzt seit 3 Runden gewünscht und jetzt wird er sie kriegen. Ah. Ja, und hat hoffentlich dieses Mal dann wieder mehr Punchlines dabei. Weil gegen Vitality, wer sich 3 Runden lang Vitality wünscht, der muss Vitality auch zerstören. Und wenn er aber dieselbe Leistung abliefert wie die anderen Gegner von Vitality bisher, dann fliegt er auch raus. Baum gegen Melanie fände ich gut. Nee, wieso denn? Nee, weil die beide gut sind. Kann später kommen. Ich würde Blaum. Finale, oder was? Blaum. Blaum. Blaum würde ich gern gegen Vitality sehen. Aber ich würde Blaum auch gern gegen zum Beispiel. Baum kann mal Talf rausschmeißen. Gegen Talf zum Beispiel sehen. Das fände ich cool. Ja. Und Meltech Rap. Ständig kommt man Kant weiter, weil die das mit der Stimme nicht schneiden. Ja. Mal schauen. Ja, obwohl doch, die werden das mit der Stimme schon schneiden. Ne, die wissen das. Die wissen das. Ja? Ich weiß nur nicht, wie gesagt, ne, wer da wen wie bewertet, das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Aber ist mir eigentlich auch egal. Ja. Mir zum Glück auch, denn wir haben ja eh recht. Ich kann am Ende sagen, es war wahrscheinlich das allerschlechteste Achtelfinale, das es je gab in einem, ja, VBT. Es war übertrieben langweilig. Ja. Man konnte zwischendurch mal ein bisschen schmunzeln, wir konnten zwischendurch auch mal irgendwas Lustiges dazu sagen. Ja. Aber es war einfach nicht viel. So vieles einfach so belanglos. Es war so, man konnte jetzt nicht sagen, es ist halt offenkundig scheiße. Mhm. Also doch, konnte man schon, dann haben wir es auch getan. Aber das meiste war so. Mich würde es freuen, wenn Leute sich betteln würden, die sich hassen wieder mehr, weil dieses, was die Leute hier in 3 Battles irgendwie abgezogen haben, diesen Quatsch halt mit Fu und gegenseitig bei Blumen ins Haar gesteckt und so ein bisschen zusammen getanzt. Ich rap die Runde des anderen, haha, und dann machen wir Späße und genau, hier und da und am Ende steigt einer aus. Das finde ich scheiße. Ja. Also dann, das macht halt auch dieses VBT kaputt. Das ist auch der Grund, warum dann wieder Leute das JMC oder das JBW dann lieber gucken. Weil dort geht es halt wirklich hoch her, auch wenn die Rapper alle scheiße sind, aber die hassen sich wenigstens. Ja, immerhin. Und hier siehst du irgendwie Leute, die sagen dann, ey geil, Achtelfinale des VBT, irgendwie ist das eigentlich was, worauf man stolz sein könnte. Und die kacken dir da was auf den Teller und schmieren sich damit voll. Irgendwie, also ich verstehe es nicht, was das soll. Und ich finde das auch irgendwie traurig. Und das macht einfach den Sport kaputt. Den ehrlichen Sport des Battle Raps. Na, und dann gucke ich halt doch lieber irgendwie Roasts stattdessen. Ja, oder ein Porno und gehe nach Hause. Genau. Was wir jetzt tun. So. In diesem Sinne gehen wir mal lieber grillen, Alter.